Willkommen zurück zu GTA 5 Online. Seid ihr bereit für das Finale von Caio Perico Heist? Dann würde ich sagen, lasst uns loslegen. Wir gehen natürlich auf geschlossen, weil wir wollen das Ganze allein machen. Und starten. Als Annäherungsfahrzeug wählen wir die Kosatka aus. Infiltrationspunkt, westlicher Strand. Zugang zum Anwesen, Abwassertunnel. Fluchtpunkt, Kosatka. Tageszeit wähle ich immer Tag, was sehe ich eigentlich am meisten. Waffenarsenal, kontrolliert nochmal, dass ihr Schalldämpfer drin habt. Und dann kann es eigentlich auch schon losgehen. Und der Wasser bewegt sich immer in die Ego-Perspektive, weil dann kann ich den X-Knopf gedrückt halten und mit dem linken Analogstick steuern. Hier schwimmen wir dann erstmal zum Norddock, da wo die Landebahn ist, wo wir das Lagerhaus ausgespäht haben. Am Strand angekommen, wechsle ich wieder die normale Perspektive und schwimme noch die restlichen paar Meterchen bis zum Strand. Rüste hier dann gleich meine Waffe aus und begebe mich hier einmal querfeldein übers Feld. Die Wache da drüben hat, wie ihr seht, gerade die Richtung gewechselt. Können wir ein bisschen näher ran. Oben zielen und weg. So. Dann gehen wir hier direkt rein. Laufen auf das unterste Tor zu. Nehmen den Schneidbrenner. Und öffnen das erste Schloss. So. Hier können wir schon mal mit dem Kokain anfangen. Die Tasche voll machen. Im Gegensatz zum Casino geht das hier deutlich schneller. Und wie ihr seht, einmal Kokain füllt eine halbe Tasche. Um oben ranzukommen, brauchen wir den Gabelstapler. Mit dem linken Analogstick könnt ihr die Palette hochheben. Beziehungsweise auch senken. Ist nur beim Lenken manchmal nicht vergessen, dass ihr den Analogstick möglichst gerade halten müsst. Nach links oder rechts. Weil sonst senkt er die Palette auch wieder ab oder hebt sie höher. Guckt, dass die Palette schön weit oben ist. Richtig nah dran gefahren. Ihr steigt aus. Klettert hinten hoch. Auf die Palette. Oben drüber. Und dann könnt ihr mit dem Schneidbrenner auch hier oben die Tür öffnen. So. Dann nehmen wir erstmal das Gras, was ein bisschen mehr einbringt. Und füllen den Rest unserer Beutetasche mit dem Bargeld auf. Und wie ihr seht, ist nur einiges an Bargeld übergeblieben. Deswegen habe ich gesagt, erst das Gras einsammeln, weil das hat einen deutlich höheren Wert pro Grasbeutel. So, damit haben wir schon mal 414.000 für uns kassiert. Die haben wir safe, die Beutetasche ist voll. Hier gucken nicht, dass der Jeep euch erwischt. Ist aber gerade nicht in der Nähe. Also wieder querfeld rüber. Wieder am Strand angekommen, geht zurück ins Wasser und jetzt kommt der längste Part des Ganzen. Denn wir schwimmen jetzt nach Süden zu El Rubios Anwesen. Wenn euer linker Analogstick in der Ego-Perspektive nicht funktioniert, nehmt den rechten Analogstick. Der linke buggt da sehr oft beim zweiten Mal. Ursache mir unbekannt.
Nachdem wir jetzt die halbe Insel umrundet haben, haben wir auch schon das Gitter erreicht. Hier rennen wir uns einfach mit dem Plasmaschneider durch. Und rein in die gute Stube. Perfect. As we say in Navy, you want the element of surprise? Choose least hygienic option. Now, enjoy your little swim, yes? Und damit wären wir dann auch schon beim Hauptteil des Heists angekommen. Wieder eine Waffe ausgerüstet. Gleich den ersten hier ausschalten. Hier links bei dem aufpassen, der springt über die Mauer. Das können wir rein. Früher hat er das nicht gemacht, da hat er einfach nur außen rumgelaufen. Jetzt springt aber immer über die Mauer, deswegen da ein bisschen aufpassen. Gut darauf achten, dass ihr immer auf den Kopf zielt. Denn ihr wollt ja nicht unbedingt erwischt werden. Warum schalte ich die Leute in der Reihenfolge aus? Es hat mehrere Gründe. Zum einen, einer von denen könnte bereits den Schlüssel für das Tor haben. Der aber viel wichtigere Grund ist, ich muss mir ein bisschen Zeit verschaffen. Von hier aus schon mal die Kamera da ausschalten, die uns nicht nerven kann. Und zwar dieser komische Totenkopftyp. Der braucht immer eine Weile, bis er an den beiden vorbeigelaufen ist. Deswegen mache ich immer rechts, dann habe ich das in Ruhe. So. Im ersten auf den Kopf zielen, schießen und direkt loslassen. L2. Auf den nächsten Stück hoch und gleich schießen. Also es muss hintereinander weg sein. Dass sie gar nicht erst irgendwie auf die Idee kommen, euch zu melden. So. Warten wir einen kleinen Augenblick. Weil ihr seht den im roten T-Shirt, der gerade von links nach rechts läuft. Den könnte ich ausschalten, ich muss es aber nicht. Also ich könnte ihn jetzt, so wie er sich jetzt umdreht, könnte ich quasi von hinten und ganz einfach den hier machen. Ist aber nicht notwendig. Gut, dass ich es gemacht habe, denn der, wie ihr seht, hat er den Schlüssel, den ich brauche, um hier wieder rauszukommen. Von daher war das ausnahmsweise mal ein guter Vorführeffekt. So, dann gehen wir hier unten durch. Nicht zu weit hoch, nicht dass ihr euch sieht. Zum Anvisieren und weg. Dann geht es auch schon hier hoch. Hier müsst ihr gleich aufpassen. Hier bleibt ihr stehen und wartet einen kleinen Augenblick. Denn wenn ihr jetzt weiter rennen würdet, würde euch der, der gleich kommt, definitiv sehen. Aber ansonsten ist er ziemlich blind. Haut ihm einfach eine rüber und gut ist. Dann könnt ihr die Waffe auch schon weglegen, denn die werdet ihr jetzt erstmal nicht mehr brauchen. Rein in die Tür. So. Hier drüben öffnen wir dann erstmal den Wandschrank. Nehmen uns noch ein bisschen Bargeld aus seinem Tresor. Jetzt sind wir fast bei 500.000. Hier oben muss man zwar ein paar mehr Fingerabdrücke machen, aber es gibt ein ganz einfaches System für die, die noch nicht hintergekommen sind. Erkläre ich euch sofort. Und zwar, es ist immer dieselbe Reihenfolge. Es beginnt immer mit dem ersten, mit diesem. Das ist der zweite. Der dritte. Und so macht ihr immer weiter. Und schon habt ihr das Ding geknackt. So geht das ruckzuck hintereinander weg. Das ist also keine große Kunst. Das ist einfach nur Übung. Also man kriegt es eigentlich ziemlich schnell zusammen. Wie gesagt, immer einen weitermachen und schon ist der Fingerabdruck fertig. Für die, die bisher Schwierigkeiten damit hatten.
Und schon haben wir die Fingerabdrücke fertig. Das hat eine Minute gedauert. So. Sagen wir mal, den fahrst du einmal nach unten. And here we are, again. Setzen hier wieder den Schneidbrenner an. Plasmaschneider holen wir uns jetzt unseren Hauptgegenstand raus. Ein bisschen Gefühl R2 drücken. Ich glaube auch nicht, dass man es irgendwie schneller oder langsamer machen kann. Ich denke mal, es ist immer so dieselbe Zeit, die man ungefähr dafür braucht. Das Ding fertig. Ihr holt euch den Gegenstand raus. Und damit war es das eigentlich schon. Jetzt müssen wir nur noch das Anwesen verlassen. Wie ihr seht, wir haben jetzt 1,3 Millionen gemacht. Davon wird ein bisschen was abgehen. Rüstet schon mal eure Waffe wieder aus. So. Dann gehen sie wieder ganz entspannt runter. Lediglich hier müssen wir ganz kurz warten. Ihr seht, der Typ da auf der rechten Seite bewegt sich. Damit der uns nicht erwischt. Das ist so ein bisschen feinfühliger sein. Normalerweise schalte ich ihn aus, wenn er hier drüben ist, aber jetzt hat sich gerade angeboten. So, hier warten wir jetzt einen kleinen Moment, bis der eine wieder zurückläuft. Da wir nämlich gleich seinen Kollegen hier mit einem sanften Schuss schlafen legen werden. Loslaufen, ein bisschen schneller da hinten. Wir sagen dem hier gute Nacht, öffne mit dem Schlüssel ganz entspannt die Tür, laufen hier rüber und das war's. Komplett unentdeckt. Jetzt müssen wir nur noch die Insel verlassen und das war's. Wir laufen einfach direkt hier nach links. Immer schön den Weg entlang. Kommen wir hier vorne an der Klippe an. Pass auf, dass er kein Geld verliert. Das heißt, nicht X drücken, sondern eher entgegengesetzt so ein bisschen. Er läuft, wenn er merkt, er stolpert ein bisschen, er luxig in die andere Richtung, dann fällt er ziemlich sanft und ihr verliert kein Geld, wie ihr gesehen habt. So. Dann tauchen wir wieder unter, weil dann kann uns keiner von denen entdecken. Ich wechsle wieder entspannt in die Ego-Perspektive. Dann schwimmen wir eigentlich nur noch entspannt von der Insel weg. Herr Rubio sucht jetzt nach uns, auch die Boote suchen nach uns, aber da wir unter Wasser sind, werden die uns nicht finden. So, und jetzt könnt ihr den Abspann genießen.
So, ihr habt gerade gesehen, wir haben mit der niedrigsten Beute, die man kriegen kann, 1,2 Millionen rausgeholt. Und ich glaube, darüber kann man echt sich nicht beschweren, also von daher. Wenn euch meine Videos gefallen haben, würde ich mich gerne über ein Like von euch freuen, Kommentare. Ihr dürft mich auch gerne abonnieren, das wird sicher noch mehr in diesem Format geben. Vielen Dank fürs Zuschauen an dieser Stelle und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut!